liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier geht es jetzt auch schon wieder mit dem nächsten Programmpunkt weiter. Bevor wir zu unserem nächsten Podium kommen, mache ich Sie noch kurz auf die anderen Programmpunkte, auf den anderen Bühnen aufmerksam. Zum einen findet jetzt gleich um 15.45 Uhr ein Roundtable statt zum virtuellen Klassenraum von Vitero. Und auf der Fachbühne findet um 15.35 Uhr ein Panel zu KI-Anwendungen im Bildungswesen statt. Und hier auf der Hauptbühne freuen wir uns jetzt in den nächsten 45 Minuten auf eine Diskussionsrunde zur Digitalisierung der dualen Ausbildung, die von dir, Sabrina, moderiert wird. Und du hast spannende Gäste zugeschaltet und damit überlasse ich dir die Bühne und freue mich auf eine spannende Diskussion. Vielen Dank, Elisabeth. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Panel zu Digital Dual. Wie verändert die Digitalisierung eigentlich unsere duale Ausbildung? Nachdem wir bereits heute in den ersten paar Sessions über das lebenslange Lernen mehr erfahren haben, möchten wir uns in den nächsten 45 Minuten, wie Elisabeth erzählt hat, mehr über die Digitalisierung in der dualen Ausbildung ganz, ganz konkret beschäftigen. Denn Digitalisierung verändert und wird auch weiterhin unsere Arbeitswelt signifikant verändern. Gleichzeitig bietet sie neue Möglichkeiten, Chancen, stellt uns aber auch vor gewisse Herausforderungen. Eine zentrale Frage wird daher auch sein, wie sich die zukünftigen Bedarfe an Kompetenzen auch an den Anforderungen in der dualen Ausbildung widerspiegeln. Das und mehr möchte ich heute mit meinen interessanten Gästen hier diskutieren, die mir jetzt auch alle live schon zugeschaltet sind. Es ist mir eine Ehre, von Seiten der Politik die Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler begrüßen zu dürfen. Sie ist seit 2017 Mitglied des Bundestages und der CDU-CSU-Fraktion angehörig. Im Bundestag ist sie auch Mitglied des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung. 2018 bis 2021 war sie Obfrau der CDU-CSU-Fraktion in der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt und kann uns hier tatsächlich wahrscheinlich sehr viel darüber berichten, wo die Zukunft auch hier hingehen kann. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen die berufliche Bildung zu diskutieren. Einen wunderschönen guten Tag. Ich darf ebenfalls noch Professor Dr. Friedrich Hubert Esser begrüßen. Professor Dr. Esser ist seit 2011 Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung in Bonn. Zuvor war Professor Dr. Esser 7 Jahre Abteilungsleiter berufliche Bildung beim Zentralverband des Deutschen Handwerks sowie 14 Jahre am Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk an der Universität Köln tätig. Auch sein persönlicher Werdegang ist für das heutige Panel sehr interessant, denn mit der beruflichen als auch akademischen Ausbildung ist er sehr vertraut. Zunächst absolvierte er eine Lehre zum Bäcker, bevor er im zweiten Bildungsweg das Abitur nachholte und Wirtschaftswissenschaften, BWL und Wirtschaftspädagogik studierte. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Professor Dr. Esser. Schön, dass Sie heute hier mit dabei sind. Last but not least darf ich außerdem noch Elmar Hussmann begrüßen. Herr Hussmann ist Programmmanager bei Amazon Web Services für Digital Skills Program in der Dachregion und in den nordischen Ländern. In diesem Rahmen entwickelt er AWS Partnerschaften und Bildungsprogramme, unter anderem mit Hochschulen, beruflichen Ausbildungsstätten sowie weiteren Bildungspartnern. Vor seiner Rolle bei AWS war er in unterschiedlichen Funktionen tätig, unter anderem auch als Experte bei der Europäischen Kommission. Er hat Ingenieurwesen und Innovationsmanagement in Aachen, Paris und Lausanne studiert. Ein herzliches Willkommen auch an Sie, Herr Hussmann. Schön, dass auch Sie heute hier mit dabei sind. Bevor wir nun loslegen, möchte ich wieder einmal mich an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wenden, denn sie sind auch jetzt herzlich dazu eingeladen, Fragen zu stellen. Ich werde sie entsprechend aufgreifen und damit würde ich sagen, starten wir jetzt in die Diskussion. Wir haben natürlich am gestrigen Tag und heute schon viele verschiedene Einblicke gehabt. Wir hatten, wie gesagt, schon heute Morgen geschaut, wie könnte das lebenslange Lernen aussieht. Und es gibt dafür wahrscheinlich keinen besseren Übergang, um jetzt mal zu schauen, wie sieht eigentlich die duale Ausbildung aktuell hier aus? Wie könnte sie sich zukünftig weiterentwickeln? Wo haben wir aber noch ein paar Stellschrauben, die wir definitiv nachjustieren müssten, um sie fit für die Zukunft zu machen? Und ich würde gerne an Sie alle eine Einstiegsfrage dazu stellen. Und zwar würde es mich natürlich interessieren, wie gut sind Auszubildende eigentlich bereits heute aufgestellt, um die Kompetenzen der Zukunft zu erfüllen? Und falls Sie noch ein passendes Beispiel haben, wo man sehr gut anschaulich darstellen könnte, wo Digitalisierung heute in bestimmten Berufen schon eine große Rolle spielt und wo sie vielleicht auch zukünftig eine größere Rolle spielen wird, wäre ich dafür natürlich auch sehr dankbar. Und damit würde ich sagen, übernehme, wer will, als erstes. Ich würde da freien Fahrt lassen.
Da lassen wir natürlich der Dame den Vortritt. Das ist sehr freundlich, dankeschön. Also ich glaube, Beispiele wirklich vor Ort gibt es genügend, wo digitale Bildung in der dualen Ausbildung schon gut funktioniert. Ich war zum Beispiel vor einiger Zeit mal in einer Berufsschule, wo es dann möglich war, dass man mit so Virtual Reality schon Dinge ausprobiert hat. Also ich kann sagen, ich habe mit Heizungssanitär nicht viel am Hut, war aber in der Lage, über Virtual Reality mit so einer Brille und so Joysticks, die ich dann in der Hand hatte, eine Heizungsanlage zu reparieren, virtuell. Also war selber von mir erstaunt, was so alles funktioniert, wenn man es nur gut genug erklärt bekommt. Und ich glaube, es ist aber jetzt nicht nur das Thema, dass man die Möglichkeit hat, diese digitalen Dinge auch zu lernen vor Ort, sondern ich glaube, das macht auch was beim Thema Attraktivität. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, die Attraktivität von dualer Ausbildung zu steigern, dass mehr junge Menschen sich wieder dafür interessieren, solche Berufe auch zu ergreifen und eine duale Ausbildung anzustreben. Und ich glaube, wenn es solche Möglichkeiten vor Ort gibt, auch in den Berufsschulen gibt, wenn sich das rumspricht, dann macht es was mit der Attraktivität. Deswegen ist es so wichtig, dass man es nicht nur vor Ort in der ein oder anderen gut aufgestellten Berufsschule haben, sondern es muss halt flächendeckend sein. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, dass man solche Angebote wirklich flächendeckend auch an die Jugendlichen herantragen kann. Mhm. Ja, dann mache ich mal weiter. Ihre erste Teilfrage, wie gut sind die Auszubildenden aufgestellt? Also hier melden uns die Unternehmen im Grunde zum einen, dass man natürlich mit diesem ganzen Digitalisierungsansatz auch beim Lehren und Lernen die Jugendlichen da trifft, wo sie auch in der Freizeit sind. Das heißt also, das Nutzen bestimmter Medien, des Mobile Phones, eines Tablets und so weiter. Also das ist affin. Und natürlich sind die Auszubildenden umso zufriedener, je mehr das auch in den Betrieben angewendet und umgesetzt wird. Auf der anderen Seite sagen uns aber auch die Betriebe, dass bestimmte, fachliche Voraussetzungen fehlen. Also grundständiges Wissen im Bereich von Informationstechnik und im Bereich des Umgangs mit Medien. Und da bekommen wir eben auch den Hinweis, dass hier noch nicht genug in der Allgemeinbildung passiert. Das heißt also, das, was heute für uns die Rechtschreibung, Mathematik und so weiter, die Naturwissenschaften als Grundkenntnisse schon lange in den Schulen gibt, müsste im Grunde auch stärker noch und verbindlicher auf den Bereich des Umgangs mit Medien und des grundständigen Wissens um informationstechnische Grundlagen erweitert werden. Das ist das eine. Das zweite, fragten Sie, wo funktioniert es gut? Da fällt uns auf, es funktioniert immer da gut, wo zwei Dinge zusammenkommen, wo junge Leute eben auch bereit sind, ihr Freizeitwissen in ein fachliches Wissen weiterzuentwickeln und wo wir natürlich dann auch Betriebe haben, wo Ausbilder sind, die das didaktisch-methodisch können. Ja, also da, wo halt die Medien natürlich auch verfügbar sind und wo grundständige Kenntnisse auch da sind, das entsprechend auch anzuleiten und in Qualifizierung zu bringen. Das gilt natürlich auch für die berufsbildenden Schulen. Wenn das zusammenkommt, ist es optimal. Vielen Dank dafür. Herr Husmann, Sie haben das Wort. Ja, auf unserer Seite, also wenn ich mal so in den, ich sag mal, weiteren Amazon-Konzern schaue, dann ist natürlich das Thema Digitalisierung da ganz entscheidend wichtig. Also ich arbeite auch mit den Kollegen aus unseren Fulfillment-Centern zusammen in dem Bereich der Berufsausbildung und da bilden wir halt zum Beispiel Fachinformatiker aus oder Mechatroniker, die sich also dann um die Robotik kümmern, irgendwie in dem Moment, wenn sie ihr Amazon-Paket erhalten, irgendwie die Roboter, die dann die Regale sortieren, irgendwie aus denen dann die Waren kommen und so. Ne? Also das ist halt in dem Bereich hat sich natürlich, ist einfach digitale Kompetenzen sind dann ganz entscheidend geworden. Wenn ich jetzt mal so speziell in unseren Bereich schaue, Amazon Web Services, dann ist es da doch so, dass wir noch sehr, sehr viel auch natürlich Hochschulabsolventen erstmal rekrutieren
Und ich glaube, so sieht es auch bei den Kunden aus im Bereich Cloud Computing. Und ich glaube, dass da einfach wirklich ein Nachholbedarf wäre, doch stärker zu sagen, das kann auch über die Ausbildungsgänge kommen. Über 50% irgendwie der Schülerinnen und Schüler in Deutschland entscheiden sich für eine Berufsausbildung eher als für ein Studium. Also ich glaube, dass da wirklich noch Potenzial auch besteht, auch diese Inhalte, die vielleicht auf Anhieb ein bisschen komplexer klingen, sowas wie Cloud Computing und die ganzen daran hängenden irgendwie Dienste, mit denen wir uns beschäftigen, das auch stärker in die Berufsausbildung einzubringen. Vielen Dank auf jeden Fall für den ersten Einblick hierzu. Ich denke, Sie haben da viele Aspekte genannt, die wir jetzt im Laufe der Diskussion bei der einen oder anderen Stelle definitiv nochmal aufgreifen werden. Also wenn ich jetzt daran denke, wie ich mich vorbereitet habe auf dieses Panel, war Attraktivität definitiv auch ein Faktor, der weit oben stand. Und damit würde ich tatsächlich auch gerade auch mal weitermachen. Und zwar hatten Sie ja schon erwähnt, dass Attraktivität fehlt. Aber duale Ausbildung gehört ja tatsächlich für Deutschland eigentlich zum Aushängeschild schlechthin. Deutschland hat es ja sehr stark auch exportiert und hat aber jetzt in den vergangenen Jahren auch feststellen müssen, dass natürlich, wie Sie schon berichtet haben, nicht mehr so viele Auszubildende tatsächlich vorhanden sind, nicht mehr so viele Jugendliche tatsächlich Interesse daran haben, einen Ausbildungsberuf anzunehmen. Wenn man jetzt natürlich aber nochmal schaut, wie stark unser Fachkräftemangel in unterschiedlichen Sektoren ist, wäre das natürlich eigentlich eine perfekte Möglichkeit, das wieder zu beheben. Deswegen zunächst erstmal meine erste Frage natürlich an Sie, Frau Steffler. Also Sie haben ja schon erwähnt, Attraktivität muss erhöht werden. Wie können wir das denn eigentlich machen? Wie kriegen wir denn tatsächlich die Jugendlichen dazu, einen Ausbildungsberuf auch anzunehmen, den als attraktiv zu empfinden? Und was müssen wir vielleicht auch noch nachjustieren an den Berufsschulen, damit die Attraktivität auch tatsächlich nach außen auch wahrgenommen wird und in der Folge auch ausgeschöpft werden kann? Ja, da stellen Sie jetzt natürlich direkt schon die Gretchenfrage. Wenn wir darauf die perfekte Antwort hätten, dann hätten wir, glaube ich, viele Probleme bereits schon gelöst. Ich glaube, es hat natürlich viele Aspekte, die da drunter fallen. Und ich glaube, dass insbesondere, Sie haben jetzt zum Beispiel speziell die Berufsschulen angesprochen, dass wir natürlich sowas brauchen wie ich nenne es jetzt mal Pakt für berufsbildende Schulen, wo wir an den Berufsschulen das Thema Digitalisierung noch mal sehr viel stärker vorantreiben, wo wir die Berufsschulen auch fit machen. Generell nicht nur an den Berufsschulen, sondern auch generell einen Pakt für berufliche Bildung, wo natürlich das Thema Infrastruktur drunter fällt, also technisch, aber auch personell. Wir brauchen eine Qualifizierungsoffensive für das Lehrpersonal und zwar an den Schulen, aber auch natürlich in den Ausbildungsberufen. Wir brauchen sowas wie Mobilitätsangebote, Wohnheime auch, um so Passungsprobleme auch ein Stück weit anzugehen. Ich glaube, wir müssen in der Berufsorientierung noch mal sehr viel stärker rangehen. Da kann man nämlich über digitale Angebote auch unglaublich viel machen und junge Menschen eben ansprechen. Wenn Sie mich jetzt aber fragen, wie wir am Ende des Tages schaffen, dass wir eine große Menge mehr an jungen Menschen wieder stärker für berufliche Bildung oder Ausbildung interessieren, glaube ich, am Ende des Tages wird es was sein, was wir in keinen Enquete-Bericht reinschreiben können, was wir jetzt hier auch viel diskutieren können, aber nicht lösen werden, sondern es braucht Role Models. Es braucht die Menschen, die sich hinstellen und Werbung machen für die berufliche Ausbildung, die selber zeigen, wie unglaublich erfolgreich man mit beruflicher Ausbildung sein kann und wirklich dafür stehen und einfach Lust drauf machen, dieses Beispiel nachzuahmen. Und wenn wir die Menschen finden, dann glaube ich, löst sich viel von dem Problem auch von alleine. Nur von alleine wird sich es eben nicht lösen. Also ich glaube, wir müssen viel daran arbeiten, eben diese Role Models, diese Menschen, die für berufliche Ausbildung und deren Erfolg stehen, auch nach vorne bringen und ins Schaufenster stellen. Danke dafür. Herr Professor Dr. Esser, da würde ich gleich auf Sie zukommen. Und zwar hatten Sie ja auch schon schön erwähnt, wie die Digitalisierung erfolgreich in duale Ausbildung auch umgesetzt werden können, wenn diese zwei bestimmten Stellschrauben vorhanden sind, wenn tatsächlich auch Jugendliche ihre Freizeit mit auch in den Betrieb reintragen. Jetzt sind natürlich viele Ausbildungsberufe erstmal so auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht so digital. Das ist wahrscheinlich vielen auch gar nicht bewusst. Haben Sie da Maßnahmen im Kopf, wie man das zum Beispiel noch stärker auch reintragen kann? Haben Sie sich
quasi da schon erste Schritte überlegt, wie man die Attraktivität tatsächlich wieder erhöht? Und ist die Ausbildungsordnung tatsächlich dafür noch geschaffen, die zukünftigen Kompetenzen auch entsprechend abbilden zu können? Ich darf die Frage zunächst einmal so beantworten, dass ich an Frau Staffler anknüpfe. Stichwort Attraktivität und Stichwort große Mengen. Da müssen wir uns nochmal rückerinnern, wieso ist es eigentlich dazu gekommen, dass Ausbildung unattraktiver geworden ist? Und dazu gibt es einen herausragenden Punkt, und das ist die Bildungsorientierung, die sich über viele Jahre in Deutschland bei uns verändert hat. Man sieht das an den Zahlen. Die Ausbildungsvertragszahlen sind massiv zurückgegangen in den letzten 10 Jahren und die Studienanfängerquoten sind massiv gestiegen. Also das ist genau der Punkt. Und die Frage ist, wenn akademische Bildung so attraktiv geworden ist, müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir berufliche Bildung dazu wieder attraktiv machen? Und hier kommt das Thema Gleichwertigkeit ins Spiel. Das heißt, die Frage, wie mache ich die Berufsbilder wieder so, dass sie anspruchsvoll sind, in der Gesellschaft als anspruchsvoll gelten, dass sie als Berufsqualifikationen gelten. Das heißt also, dass man wirklich wieder konkurrieren kann mit den akademischen Studiengängen. Und hier ist es für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, diese Gleichwertigkeit in Deutschland auch wirklich jetzt massiv umzusetzen. Und ein wesentlicher Schritt dafür ist beispielsweise, dass man den deutschen Qualifikationsrahmen in Deutschland verbindlich macht. Das heißt also, dass die Gleichstellung von beruflicher und akademischer Bildung in Stufen, beispielsweise der Meister mit dem Bachelor, als gleichwertig nicht nur anerkannt ist auf einem Blatt Papier und in losen Verabredungen, sondern verbindlich. Das ist für mich ein ganz, ganz wesentliches und wichtiges Kriterium. So, und wenn wir das haben, brauchen wir dazu natürlich die attraktiven Berufsbilder, um Ihre Frage zu beantworten. In vielen Ausbildungsordnungen wird das, was wir als Wirtschaft 4.0 nennen und was im Besonderen bei uns seit 2014 einen wahnsinnigen Schub erhalten hat, wird bei uns also sukzessive in diese Berufsbilder hineingetragen. Das heißt, das, was wir auch in der Wirtschaft sehen, auch in der deutschen Wirtschaft sehen, in vielen Unternehmen, wo die Digitalisierung einen Riesensprung gemacht hat, Stichwort cyberphysische Produktionstechnologien, Stichwort additive Fertigung, all solche Dinge werden natürlich dann auch gleichermaßen in Ausbildung transformiert. Das heißt, auch wenn es da noch nicht ganz konkret drinsteht über Ordnungsverfahren, wird das natürlich in den Unternehmen da gemacht und ausgebildet, wo es auch produziert und umgesetzt wird. Und wir müssen ordnungstechnisch da natürlich nachkommen mit diesem Tempo. Und das tun wir, dass die großen Ausbildungsberufe bei uns, ich sage mal jetzt zuletzt die elektrotechnischen Handwerksberufe, die sind alle neu geordnet worden jetzt kürzlich, genauso wie die informationstechnischen Ausbildungsberufe auch neu geordnet worden sind. Das heißt also, diese Digitalisierung fügt sich in alle Berufsbilder sukzessive ein. Und das Problem, was wir aber haben, ist, dass die Klischees der alten Berufsbilder zu sehr in der Gesellschaft, in den Köpfen der Menschen verhaftet sind. Und hier gelingt es uns noch nicht richtig, das wieder rauszubekommen. Ja, das wäre natürlich auch meine Frage. Welche Kommunikationskanäle oder welche Kommunikation generell sind da schon quasi überlegt worden, um genau diese Klischees aus den Köpfen herauszuholen? Weil die Qualifikationsrahmen anzupassen, ich denke, das ist ein wirklich sinnvoller Schritt. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wie man mich tatsächlich begeistern würde, als 18-jähriges Mädchen so einen Ausbildungsberuf anzugehen. Und da würde mich wahrscheinlich dieser Qualifikationsrahmen erstmal zweitrangig Da ist natürlich der erste Punkt ist die Schulen, die allgemeinbildenden Schulen. Das heißt also, Frau Staffler hat ja eben schon auf die Berufsorientierung abgestellt, das ist genau richtig, dass wir das, was heute in den Schulen, in den allgemeinbildenden Schulen als Berufsorientierung angelegt wird, dass wir das natürlich noch besser machen und im Besonderen da machen, wo es notwendig ist. Das heißt, im Besonderen an den Gymnasien. Also meine These ist, wir sind an den Hauptschulen, was Berufsorientierung angeht, und an den Realschulen viel, viel besser als an den Gymnasien und an den Gesamtschulen. Also hier muss die Berührung auch zwischen Wirtschaft und zwischen Schule viel stärker verknüpft sein. Letztes Beispiel, wir haben besondere Probleme, zunehmende Probleme im Handwerk. Und dass beispielsweise Aufgabenstellungen in der Oberstufe, in Mathematik, in Physik,
auch viel stärker an Problemstellungen anknüpft, die man auch in Handwerksbetrieben, in Elektrobetrieben, in Installationsbetrieben wiederfindet. Dass also auch das Thema Bildung wieder viel stärker verknüpft wird, das, was in den Gymnasien gemacht wird, mit dem, was heute in Handwerksberufen beispielsweise gefordert ist. Herr Hussmann, mit Ihnen haben wir natürlich jetzt auch die Wirtschaftsperspektive hier. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, wie Sie das alles einschätzen, wo Sie vielleicht auch nochmal Nachholbedarf bei den Kompetenzen sehen und ob ja tatsächlich auch, wie viele Probleme Sie haben, Ihre Arbeitsausbildungsplätze zu besetzen. Weil ich meine, AWS ist ein bekanntes Unternehmen. Da würde ich mir jetzt mal vorstellen, dass gerade die Generation, die jüngere Generation, da sehr viele Berührungspunkte dennoch irgendwie hat. Wie schwierig gestaltet sich für Sie als das typische Tech-Unternehmen? Ich glaube, das gestaltet sich für die ganze Branche schwierig. Also der Bitkom hat ja eine Zahl veröffentlicht, Ende 2021, 96.000 freie Stellen für IT-Fachkräfte. Und die durchschnittliche Besetzungszeit solcher Stellen lag bei über 6 Monaten in Deutschland. Und im Prinzip hat diese Zahl der offenen Stellen im IT-Bereich hat über die letzten Jahre immer zugenommen. Und also das heißt, der Bedarf auf dem Arbeitsmarkt ist, glaube ich, in jedem Fall da. Und ich glaube, das ist ja auch was vorher gesagt wurde, dass der Bedarf ja nicht nur irgendwie in der IT-Industrie oder in der Tech-Industrie besteht, sondern auch noch in vielen, vielen Branchen, die von der Digitalisierung betroffen sind. Und also ich würde auch auf jeden Fall dem Recht geben, was vorher gesagt wurde, dass man muss natürlich in den Schulen beginnen. Also wir haben auch so Initiativen, zum Beispiel AWS Get IT ist eine Initiative, die sich speziell auch an Mädchen richtet und auch mehr Mädchen zu begeistern für IT-Berufe oder für irgendwie den IT-Bereich. Schülerinnen, Schüler irgendwie. Dann haben wir diese Amazon Future Engineer Initiative, die mit so Partnern wie Hackerschool und sowas, AppCamps in Deutschland zusammenarbeitet. Auch die irgendwie soll erstmal dafür überhaupt für das Thema sensibilisieren. Ich glaube, das ist so die eine Sache. Das andere glaube ich aber auch, dass in den Ausbildungsgängen, dass es sinnvoll wäre, die Industrie noch stärker auch einzubinden. Also und zwar auch mit dem Ziel, eine realistische Ausbildungsumgebung zu schaffen, auch eine realistische Lernumgebung. Also wenn ich mal das Beispiel unserer Cloud-Infrastruktur nehme, über die irgendwie so Dienste laufen wie Netflix oder Zoom oder die von großen Unternehmen wie Volkswagen oder BMW eingesetzt werden, das ist einfach eine auch eine Skalierbarkeit von die muss man erstmal kennenlernen irgendwie und die muss man auch vielleicht schon im Rahmen der Ausbildung kennenlernen, ne? Deswegen, was ich also ein bisschen vielleicht auch mal als Frage an den Herrn Professor Esser zurück, wenn man sich diese Fachinformatiker den Rahmenlehrplan anguckt, dann steht da an einer Stelle drin, Methodenwissen ist wichtiger als Herstellerwissen. Ich würde das ein bisschen aus der Industriesicht in Frage stellen, ob das tatsächlich so ist. Ich glaube, dass man auch, sagen wir mal, über die großen Plattformen, die es in der IT-Branche gibt, dass man da einfach reden muss. Man kann nicht über Suchmaschinenoptimierung reden, um nicht gleichzeitig vielleicht an eine bestimmte Suchmaschine, die ich jetzt nicht nennen will, zu denken. Oder man kann genauso wenig auch über Cloud Computing irgendwie reden, ohne nicht auch an AWS oder vielleicht auch noch 2, 3 andere zu denken. Und das muss in die Ausbildung, glaube ich, auch stärker mit rein. Wir haben ja auch unsere eigenen auch Industriezertifizierungen und sowas in dem Bereich. Ich glaube, das müsste man noch stärker verknüpfen. Möchten Sie darauf reagieren, Professor Dr. Esser? Ja, ich nehme das gerne mit, Herr Hussmann, denn das, was in den Ausbildungsordnungen steht, ist ja etwas, was ich nicht da reinschreibe, sondern was im Grunde genommen in einem wirklichen Diskussionsprozess zwischen den Sozialpartnern entschieden wird. Und das sind ja diejenigen, die die Branchenkenntnisse in die Ordnungsverfahren mitbringen. Wir sind ja dazu da, im BIP das zu strukturieren, gegebenenfalls mit Forschung zu unterstützen. Aber die Prioritäten der Inhalte in den Ausbildungsorten wird von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemacht. Von daher, ich will das jetzt nicht wegdiskutieren, aber da müsste man jetzt wieder eine Rückkopplung mit den Branchen vornehmen, okay, was ihre Kritik angeht. Und deshalb sage ich das schon mit Recht, ich nehme das mit. Und wenn ich das noch ergänze, Entschuldigung, gerne.
wenn ich das noch ergänzen darf. Also es war tatsächlich auch ein großer Diskussionspunkt innerhalb der Enquete-Kommission, die Frage, wie detailgenau eigentlich solche Ausbildungsordnungen dann auch gemacht werden sollen. Und Einigkeit war eigentlich fair über alle, die dabei waren, darüber, dass man hier eine gewisse Flexibilität auch haben soll, auf jeden Fall. Denn es macht ja keinen Sinn, und wenn wir wissen, wie lange es dauert, um solche Ausbildungsordnungen neu zu erstellen, das dauert in der Regel relativ lang, wesentlich länger als der technologische Fortschritt auch stattfindet. Und deswegen muss man einfach diese Dinge so gestalten, dass möglichst viel auch innerhalb dieser Orientierungsrahmen eben auch möglich ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da viel stärker auch in Zukunft noch hinkommen. Ja, vielen Dank, wenn ich das nochmal vielleicht aufgreifen kann. Das heißt, wenn wir da etwas Spielraum lassen sollen bei den Ausbildungsordnungen, würden Sie dann auch sagen, dass ein Digitalisierungscheck für einzelne Ausbildungsberufe grundsätzlich nicht unbedingt notwendig ist, wenn man den richtigen Rahmen stellt? Sprechen Sie mich an jetzt, oder? Oder Frau Staffler oder Sie, Herr Husmann. Ich strenge mich nicht vor, bitte, Frau Staffler. Ja. Ich glaube, es gibt kaum mehr Berufsbilder, die komplett ohne Digitalisierung auskommen. Deswegen macht es in jedem Fall Sinn, immer ein explizites Augenmerk auch auf diese Dinge zu legen. Darüber hinaus, ob das jetzt ein wirklich institutionalisierter Check irgendwie sein muss oder ob man das irgendwie anders gestaltet, da wäre ich jetzt noch nicht einmal irgendwie dogmatisch in die eine oder andere Richtung unterwegs. Aber ich glaube, man muss halt auf alle Fälle in jedem Bereich immer die Digitalisierung mitdenken. Okay, perfekt. Darf ich das vielleicht noch ergänzen? Weil sehr das gerne, ist halt, Herr Professor. Damit man da auch weiß, wie das so geht mit den neuen Berufsbildern. Also man muss eins wissen, die Ordnungsmittel stellen die Qualifikationsnachfragen der Branchen dar. Das heißt, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man da irgendwie irgendwas reinschreiben kann, sondern man ermittelt genau im Kontext der Sozialpartner, der Kammerorganisation und der Forschung, was sind die Zukunftsqualifikationen, die Future Skills. Und wenn man da dieses Thema Digitalisierung noch nicht so drauf hat seitens der Sozialpartner, dann muss man natürlich über Forschung belegen, warum das in den Branchen relevant wird und um damit ein Commitment auch zu erzielen. Wichtig ist an der Stelle aber noch, dass der Digitalisierungsgrad unserer Betriebe in Deutschland nicht gleichförmig ist, sondern wir haben stark digitalisierte Unternehmen und wir haben weniger digitalisierte Unternehmen. Wir müssen aber alle in die Berufsausbildung auch integrieren können. Von daher ist das auch immer so ein Spiel mit Variablen. Das heißt, was wir beispielsweise auch mit Zusatzqualifikationen lösen. Das heißt, da, wo es geht, kann man es machen. Da, wo es noch nicht geht, ist es eben noch etwas entfernter und muss nachgeholt werden. Also das ist immer im Auge zu halten. Also unterschiedlicher Digitalisierungsgrad in den Unternehmen und Qualifikationsnachfrage, Future Skills der Branchen. Ja. Herr Husmann, AWS ist ja beispielsweise so ein Anbieter von diesen Zusatzqualifikationen, die natürlich dann etwas Spielraum lassen, um die Auszubildenden mit den entsprechenden Skills auszustatten, die vielleicht so aufgrund der Ausbildungsordnung erstmal nicht vorgesehen sind. Wie werden denn diese Schulungen grundsätzlich erstmal angenommen und welche Voraussetzungen müssen diesen Schulungen denn zugrunde liegen, damit sie quasi auch diesen Ausstrahlungseffekt auch haben? Also angenommen wird das sehr gut. Wir haben also zum Beispiel Kollegen, die jetzt mit einer Initiative, die heißt Azubi Digital Akademie, mit der Initiative Joblinge zusammen in Deutschland, die da in so im Prinzip Gruppen von Auszubildenden AWS-Workshops durchgeführt haben. Wir haben auch AWS zum Beispiel in Umschulungen, IT-Umschulungen zum Fachinformatiker mit dem Institut für berufliche Bildung und so. Also angenommen wird das grundsätzlich gut. Und was vor allem sehr, sehr
gut angenommen wird, ist so dieser Hands-on-Learning-Anteil. Also wir gestalten Großteil unseres Learnings in der Form von sogenannten Labs, teilweise auch so Gamified Learning, also dass so spielerische Elemente da reinkommen. Und das sind eigentlich genau die Anteile, die besonders gut angenommen werden. So, also ich glaube auch, dass was die Industrieseite liefern kann, also was wir zum Beispiel liefern können, ist auch nochmal von der Pädagogik nochmal einiges mehr an der Möglichkeit, wirklich hands-on zu lernen, also wirklich am konkreten irgendwie Beispielfall, am konkreten Industrieproblem und sowas zu lernen. Also so genau sind diese Lernlabore und so, mit denen wir arbeiten, sind so gestaltet. Okay. Hätten Sie denn da noch Wünsche an die Politik, wie man diese Art der Zusatzqualifikation noch viel besser in die duale Ausbildung integrieren kann? Also ich verstehe natürlich absolut den Punkt auch von der Frau Staffler, dass man nicht zu viel festschreiben will und nicht sagen, das sind bestimmte Technologien, mit denen man arbeiten will oder bestimmte Hersteller, mit denen man arbeiten will. Vielleicht muss man einfach dieses ganze Thema Industrierelevanz, Herstellerrelevanz irgendwie mit reinnehmen und sagen, warum sollte es nicht zum Beispiel irgendwie in der Fachinformatiker-Ausbildung oder in einer anderen Ausbildung, warum sollte man nicht sagen, irgendwie 1, 2, 3 Industriezertifikate könnte man parallel als Teil so einer Ausbildung erwerben irgendwie, ne? Dass sowas einfach unterstützt wird. So. Man muss da vielleicht nicht einen konkreten Inhalt vorgeben oder einen bestimmten Hersteller vorgeben, aber einfach sagen, das sollte auch Teil einer Ausbildung sein irgendwie. Ne? Mhm. Frau Staffler, Sie wollten darauf antworten. Ja, es ist immer schön, wenn dann gar keine großen Wünsche formuliert werden. Ich würde jetzt selber noch einen hinterher schieben. Mhm. Ich glaube, was schon wichtig ist, wir erleben ja gerade in Deutschland, wo wir viele auch kleinere Betriebe haben, die sich halt oft schwer tun, wirklich alle Lehrinhalte und alle neuen Technologien dann wirklich an die Jugendlichen, an die Auszubildenden heranzubringen. Deswegen glaube ich, dass es schon wichtig ist, dass wir auch von Seiten der Politik da nochmal Geld in die Hand nehmen und Förderungen auflegen, die dabei helfen, dass insbesondere an so überbetrieblichen Ausbildungsstätten auch diese Dinge gelehrt werden können, sodass wirklich jeder einzelne Auszubildende darauf auch Zugriff haben kann und diese Dinge auch wirklich in seinem Ausbildungsumfang dann irgendwie mitbekommt. Das wäre in dem Zusammenhang, also das ist jetzt nicht abschließend, aber das wäre jetzt nochmal zum Beispiel so ein Wunsch, wo ich sagen würde, da glaube ich, dass das Geld wirklich gut investiert wäre und vernünftig auch bei den Auszubildenden ankommt. Sehr schön. Professor Dr. Esser, wollen Sie darauf was erwidern? Welche Anforderungen vielleicht benötigen auch solche Zusatzqualifikationen, um perfekt zusammenzuspielen mit der Ausbildung? Ja, wir haben ja das Instrument der Zusatzqualifikation auch schon seit längerem in Ausbildungsordnungen vorgesehen. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, es gibt das Pflichtprogramm und es gibt das fakultative Angebot. Nicht in allen Ausbildungsordnungen, aber in den neueren ist es mitunter dabei. Und das Problem, was wir haben, ist, dass die entsprechenden Qualifikationsangebote nicht standardisiert sind. Das heißt also, wenn das in den Ausbildungsordnungen so drinsteht, dann heißt das aber nicht, dass das in Ost, Nord und West und Süd gleichermaßen auch angeboten wird. Also die unterstützenden Kurse, beispielsweise in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen oder auch in den berufsbildenden Schulen. Das heißt also, um das wirklich kraftvoll zu machen, müsste man gewährleisten, dass in den Regionen Stützpunkte sind, die dann auch zuverlässig abrufbar werden, um diese Standards dann auch abzuholen. Sonst bringt das alles nichts. Sehr schön. Gut, ich habe jetzt gerade überlegt, ob Herr Hussmann da nochmal drauf reagieren wollte, aber... Ja, also ich glaube, die zwei Punkte, die da genannt wurden, die sind natürlich ganz wichtig. Also das eine, diese Zusatzqualifikation, die halt
von Industrieseite auch beigetragen werden können, dass das einfach Teil, irgendwie stärkerer Teil der Ausbildung wird. Und ich glaube auch das, was die Frau Staffler gesagt hat, nämlich diese Ausbildungsverbünde oder Zusammenarbeit irgendwie in überbetrieblichen Ausbildungsstätten oder auch wir irgendwie in unserer eigenen Ausbildung arbeiten mit anderen Partnerunternehmen da zusammen. Und ich glaube, gerade im IT-Bereich ist es mittlerweile ja so hoch vernetzt, und das Know-how ist wirklich irgendwie bei verschiedenen irgendwie Partnern, sodass da einfach Partnerschaften, Ausbildungsverbünde und so, das überbetriebliche Ausbildung, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Anteil, den man halt noch fördern könnte. Und das macht es natürlich auch für uns, wenn wir uns engagieren, leichter, uns in so einer überbetrieblichen Ausbildungsstruktur zu engagieren, als jetzt irgendwie nur mit einzelnen Unternehmen direkt dann. Ja, vielen Dank. Unser Publikum war auch sehr aktiv im Chat und hat natürlich die ein oder andere Frage an Sie. Und zwar würde ich jetzt einfach mal anfangen, weil ich das eine sehr spannende Frage finde, die wir wo liegt Ihrer Meinung nach die Verantwortung für die Implementierung bzw. der Vermittlung der digitalen Kompetenzen bei den allgemeinbildenden Schulen, den Ausbildungsbetrieben und oder sogar gemeinsam mit den berufsbildenden Schulen? Darf ich mal anfangen? Also, sehr gerne. Die Verantwortung liegt gleichermaßen in allen Bereichen. Ich habe eben darauf abgestellt, aus Sicht der Berufsbildung ist die Forderung an den allgemeinbildenden Schulen ein verbindliches Lehrangebot in den informationstechnischen Grundlagen sicherzustellen, die auch gleichermaßen in der ganzen Republik als Standards ausgewiesen sind. Also Stichwort Bildungsstandards in informationstechnischen Grundlagen und Medienkompetenz. Das müssen wir dann als Lernvoraussetzungen mit in die Ausbildung nehmen und müssen auch hier an der grundständigen Qualifizierung in diesem Bereich weiterarbeiten. Das machen wir jetzt in der Ausbildung, das ist etwas ganz Neues. Wir haben im letzten Jahr sogenannte Standardberufsbildpositionen entwickelt. Ein sperriger Begriff, aber dazu gehören, es gibt 4 Standardberufsbildpositionen. Ich dekliniere die jetzt nicht alle, aber wichtig für uns ist beispielsweise das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit als ein Thema und das Thema Digitalisierung der Arbeitswelt. Das heißt also, hier kommt ein Curriculum-Paket, Digitalisierung der Arbeitswelt in Zukunft in alle neuen Ausbildungsordnungen rein. Das heißt also, bei uns bekommen die Auszubildenden dann auch einen entsprechenden Grundlagenstandard mit, was das ergänzt, was in den Fachqualifikationen, die sukzessive auch informationstechnisch aufgefüttert werden, weil das in der Wirtschaft heute so ist, wird das also ergänzt. Das heißt also, dadurch stellen wir im Grunde genommen das weiter, also stellen das sicher, dass das weiter qualifiziert wird, was in der Allgemeinbildung angelegt ist. Und dann muss man natürlich auch schauen, dass wir das in der Weiterbildung dann auch so curricular fortsetzen. Das nennen wir Berufslaufbahnkonzept, das genau an dem, was in der Ausbildung dann grundgelegt ist, in der Weiterbildung auch aufgegriffen wird. Das heißt, auch in beispielsweise Meisterqualifizierungen für das Handwerk gehören dann auch diese informationstechnischen Grundlage dann aber auf einem höheren Niveau weiter in diese Curricula hinein. Und so stellen wir eben sicher, dass hier eine grundständige Digitalqualifizierung über alle Bereiche in den Qualifikationsstufen auch abgesichert ist. Ich sehe, Frau Staffler, Sie wollen das Wort ergreifen. Sehr gerne. Ich gebe dem Herrn Professor Esser recht. Jeder Akteur in diesem ganzen Bereich der beruflichen Bildung hat natürlich seine eigenen Kompetenzen, seine eigenen Verantwortung. Aber wenn die Frage sozusagen übergreifend, wer hat denn die übergreifende Verantwortung für den Themenbereich Aus- und Weiterbildung, würde ich schon sagen, sie liegt in den Betrieben, und zwar in der geteilten Verantwortung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Das ist ja das Besondere auch an unserem System, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber dort in allen Bereichen, wo auch Ausbildung, wo bestimmte Dinge einfach geregelt werden, im Übrigen auch im Bereich der Weiterbildung, immer die Sozialpartner zusammen am Tisch sitzen und in geteilter Verantwortung eben die Themen vorantreiben. Denn da ist auch
zum einen die Notwendigkeit für Veränderungen, glaube ich, sehr deutlich zu sehen, weil natürlich die Arbeitgeber genau wissen, was sie brauchen, welche Kompetenzen sie auch in der Zukunft brauchen werden, und die Arbeitnehmerseite natürlich auch weiß, was jeder Einzelne, das Individuum braucht, auch um für sich in Zukunft erfolgreich sein zu können. Und deswegen würde ich sagen, übergreifend die Verantwortung sollte auch in Zukunft bei den Betrieben, bei den Sozialpartnern, bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern liegen, weil die, glaube ich, am besten wissen, was für den zukünftigen Erfolg auch notwendig ist. Daran sollten wir festhalten. Herr Hussmann, von Ihnen noch eine Reaktion? Ja, also ich sehe das. Aus Perspektive der Wirtschaft haben Sie da noch Wünsche? Natürlich sehe ich da die Unternehmen auch in der Pflicht. Also wenn ich das jetzt mal für unser Unternehmen sehe, dann geht es natürlich nicht nur um eigene Ausbildungsgänge, sondern für uns geht es natürlich sehr, sehr stark auch um das, was unsere Kunden machen und die ganzen Unternehmen, die die AWS Cloud nutzen. Und da sehe ich uns schon auch in der Rolle, dass wir da unterstützen können, soweit es geht, auch diese Ausbildungsgänge auch halt mit zu modernisieren. Und das ist, glaube ich, die eine Sache. Und die andere Sache, glaube ich, schon, dass die Schulen auch eine wichtige Vorbereitungsrolle da haben. Also das geht halt über verschiedene Altersstufen hinweg, überhaupt erstmal auch für Berufsperspektiven in dem Bereich Digitalisierung so ein bisschen zu begeistern und da einfach auch irgendwie Interesse und Motivation zu wecken. Ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Aufgabe, die Schulen auch erfüllen müssen. Und da können wir natürlich versuchen zu unterstützen mit so Initiativen, wie ich da genannt habe und so. Aber das muss halt auch so ein bisschen Hand in Hand gehen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn es tatsächlich so was der Herr Esser ja vorher gesagt hat, wenn es da vielleicht auch stärker noch in Richtung auch der Partnerschaft mit den Unternehmen gehen würde. Sehr schön. Wir sind jetzt tatsächlich auch leider schon am Ende unserer Diskussion angekommen. Die Zeit ist etwas verflogen. Ich nehme mal an, dass wir aber trotzdem inhaltlich auch zukünftig viel, viel Diskussionsbedarf haben, der Dialog immer aufrecht bleibt, weil das Programm oder dieses Mammutprojekt duale Ausbildung wieder attraktiver zu machen, hundertprozentig heute leider nicht mehr gelöst werden kann, vielleicht auch nicht morgen, aber hoffentlich doch relativ zeitnah und zukünftig. Und auch die Jugendlichen wieder Lust daran bekommen, genau diesen Weg auch einzuschlagen. Bevor ich Sie allerdings entlasse in den wunderbaren Nachmittag, hätte ich tatsächlich noch eine finale Frage an Sie. Die können Sie auch sehr gerne in ein, zwei Sätzen beantworten. Und zwar wäre meine Frage, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wie müsste für Sie das perfekte duale Bildungssystem in 2030 gestaltet sein? Und was müsste tatsächlich eine Kernkomponente sein, die man nicht mehr missen dürfte? Oh, ich sehe Frau Staffler. Das ist eine tolle Aufgabe in ein bis zwei Sätzen. Ja. Passen Sie auf, da gebe ich Ihnen jetzt einfach eine Hausaufgabe mit. Ich würde sagen, es gibt einen Enquete-Bericht, also einen Bericht der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. 300 Seiten, 600 Empfehlungen. Arbeiten Sie das mal durch. Ich glaube, da kommen Sie ziemlich nah dran, dass diese Zukunft perfekt aussehen sollte. Nein, also Scherz beiseite. Ich glaube, am Ende des Tages ist der erfolgreiche Weg immer der, wenn beide Seiten, nämlich sowohl die Betriebe als auch die jungen Menschen, das finden, was sie suchen, um erfolgreich zu sein. Sprich, wir brauchen ein System, in dem die jungen Menschen Freude an ihrem Job haben können und genau die Dinge mit in der Ausbildung auf den Weg bekommen, die sie später im Arbeitsleben auch brauchen. Und andersrum braucht man die Ausbildung, die es ermöglicht, dass die Betriebe die Arbeitskräfte finden, die sie in Zukunft auch suchen. Und insofern ist, glaube ich, das der perfekte Weg. Wie das dann konkret aussieht, wie gesagt, ich empfehle den Enquete-Bericht. Sehr gerne. Ich habe morgen noch einen Flug vor mir. Das kann ich gerne mit in den Flug nehmen. Herr Hussmann, wollen Sie reagieren?
Also ich würde mir auch nicht zutrauen, das in ein, zwei Sätzen zu beantworten. Aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass doch digitale Kompetenzen in vielen Ausbildungsberufen noch stärker eine Rolle spielen. Nicht nur in den Kernthemen wie Fachinformatiker, Ausbildung. Und dass es dabei halt auch nicht nur um Methodenwissen geht, sondern die IT hat auch eine sehr starke handwerkliche Seite. Wenn ich da die Arbeit unserer Entwickler, Systemoperatoren und sowas in der Cloud sehe, es ist auch ein handwerkliches Thema. Und diese Erfahrung zu machen und das auch selber zu lernen irgendwie und in einer realistischen, industrienahen Umgebung zu lernen, das würde ich einfach vielen Auszubildenden wünschen. Und ich glaube, das ist auch spannend für die. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Esser. Sie machen die Runde komplett jetzt. Vielleicht mal so eine exemplarische Vision. Für mich, so wie es sich auch jetzt so abbildet, kann ich mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft viel stärker in regionalen Bildungsnetzwerken denken, eben durch die Vernetzung. Das heißt, dass wir auch beim Lehren und Lernen mit unterschiedlichen Lernumgebungen zusammenarbeiten. Dass Lehren und Lernen sehr stark hybrid angelegt ist. Das heißt, es gibt Phasen, wo wir im Präsenz lernen. Es gibt Phasen, wo wir alleine zu Hause am Laptop arbeiten. Es gibt gemischte Formen, also hybride Formen. Und mikrodidaktisch finde ich immer interessant, was sich so jetzt schon so ein bisschen anlegt, ist, dass Wissen erschließen nicht mehr so vom Lehrer ausgeht, frontal an der Tafel, sondern in Gruppen organisiert, über entsprechende Medien der Zugang zum Wissen in der Welt. Letztendlich die jungen Leute aufgefordert sind, sich in ein Thema reinzuarbeiten, in Gruppen. Der Lehrer stärker auch als Moderator, als Regisseur operiert. Dass viel stärker das selbsttätige Lernen in den Vordergrund kommt, was ja auch sehr motivierend ist, unterstützt von Medien. Frau Staffler hat ganz zu Anfang Virtual Reality genannt. Wenn man das wirklich als Standard mal verfügbar hat, damit kann man wahnsinnig vieles machen. Stichwort gefahrengeneigte Berufe, da wo Auszubildende gar nicht dran können, weil die Rohstoffe zu teuer sind oder zu gefährlich sind. Man kann mit Virtual Reality diese Dinge, die gefahrengeneigt sind, jetzt, ich sag mal, erschließen, weil man sie eben ausprobieren kann, ohne in der Wirklichkeit etwas anstellen zu können, was sehr teuer wird für die Betriebe. Also da, ich finde das wirklich sehr, sehr spannend und reizvoll, was alles möglich sein wird. Gamification ist auch ein Begriff, wo viel hintersteckt, wo man im Grunde das Spielen nutzt, um Lernen effizienter zu machen. Also die Lernwelt der Zukunft mit einer gut ausgestatteten digitalen Struktur, die sieht wirklich sehr rosig aus. Ich glaube, bessere Abschlussworte hätten wir heute jetzt wahrscheinlich hier nicht mehr finden können. Vielen lieben Dank für diesen wirklich sehr spannenden Austausch. Ich glaube, das gibt auch Hoffnung, dass die Dualausbildung ihren Glanz wiederfindet und über verschiedene digitale Technologien ein richtiger Spaßfaktor wahrscheinlich genauso erhält wie der akademische Werdegang. Und damit verabschiede ich mich ganz herzlich von meinen Speakern. Vielen Dank, Frau Staffler, vielen Dank, Herr Professor Dr. Esser, und auch vielen Dank an Sie, Herr Hussmann. Es war wirklich eine Freude, Ihnen zuzuhören, wo die Zukunft, wo die Visionen auch für die duale Bildung liegen werden.